Am vierten Tag in Kapstadt haben wir uns mit Ricky getroffen. Ricky ist ein Cityguide, der Airbnb-Touren macht unter anderem und er hat die Apartheid-Zeit miterlebt. Als Apartheid wird eine geschichtliche Periode der staatlich festgelegten und organisierten sogenannten Rassentrennung in Südafrika bezeichnet. Das war zwischen den 1940er und 1980er Jahren. Und als Person of Color hat er die Brutalität dieser Zeit am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und er engagiert sich seither, die Stadt und all ihre Facetten Touristen und Einheimischen näher zu bringen. Was uns persönlich absolut beeindruckt hat, war Rickys Fähigkeit zu vergeben. Die Tatsache, dass er mit der Vergangenheit abgeschlossen hat und seine persönliche Geschichte so offen und ohne Boshaftigkeit erzählt, hat mich persönlich extrem überwältigt. Wenn ihr vorhabt, Kapstadt zu besuchen, dann würde ich euch auf jeden Fall so eine Tour ans Herz legen. Es ist so wichtig, alle Facetten der Stadt kennenzulernen. Die Stadt hat nicht nur positive Seiten, sondern eben die Geschichte ist unglaublich wichtig zu hören und auch zu wissen, was in dieser Stadt oder was in diesem Land vor sich ging in der Vergangenheit. Und man muss einfach das Gesamtpaket kennen, finde ich, wenn man die Stadt besucht. Und deswegen verlinke ich euch Rickys Tour ganz gerne unten. Die war so beeindruckend und echt schön. This is one of our bosses, Michael. So he was like so part of the process for the win. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Strand, endlich, zum ersten Mal so richtig am Strand chillen. Wobei es ist immer noch sehr windig, aber wir sind einfach schon leid zu warten, bis der Wind aufhört. Und wir gehen jetzt einfach mal raus und hoffen auf das Beste. Wir treffen auch eine Bloggerin, die Shaki. Ich habe sie noch nie getroffen. Ich hoffe, man spricht ihren Namen auch so aus. Ich werde sie dann fragen. Aber ja, jetzt gehen wir mal los und hoffen auf Sonne und keinen Wind. Dabei, 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 ja. Dabei, 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 ja. Set the potato, dabei, 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 ja. Sunlight that always stays. Dinner by the waterway. It's that sweet life. Raise your glass. Made some dude crack a smile. He asked if I could stay a while. I'm living that high life. Time to catch a flight, but you can make me go. Unlocking all the memories of my new home. Ventilated echoes playing to and fro. To and fro. Back and forth, yeah. Caught some kids dancing in the alleyway. Crazy how the melodies began to play, yeah. Wow, das Licht ist schrecklich hier. Wir haben den extrem windigen Strandtag gut überstanden und sind dann noch den Chapman's Peak Drive entlang zurückgefahren und da immer wieder stehen geblieben, weil es war gerade Sonnenuntergang und es war voll schön. Und jetzt haben wir uns geduscht. Es ist schon ziemlich spät, es ist schon ziemlich dunkel, aber wir haben sehr Hunger und haben eigentlich kein Essen hier. Deswegen werden wir jetzt schauen, ob wir irgendwo noch einen Tisch bekommen. Wir würden gerne ins La Parada gehen, das ist in Constantia. Aber keine Ahnung, ob dort noch ein Tisch frei ist. Online steht nichts, aber wir versuchen jetzt mal unser Bestes. Wow, ich schaue fertig aus. Ich habe immer noch Sonnencreme im Gesicht. Also ich habe mich geduscht, aber wollte mein Gesicht nicht waschen. Hätte ich vielleicht machen sollen. Guten Morgen, guten Mittag. Wir haben heute lange geschlafen und haben ein bisschen gepuzzelt, was für mich so eine Art Meditation ist. Und Frühstück gegessen und jetzt geht's zum Chapman's Peak Drive. Wir waren ja gestern beim Norfolk Beach. Das ist genau am Chapman's Peak Drive entlang.
Aber wir wollen uns heute den gesamten Chapman's Peak Drive anschauen, bis zum Cape of Good Hope. Das ist die unterste Spitze und da kann man dann auch ein bisschen spazieren. All I want is moving round. Found you, did it all alone. Don't looking down your phone. Found you, did it that spotlight. That all I want is moving round. Hallo aus der Zukunft. Ich melde mich ganz kurz, weil ich das Video gerade fertig bearbeitet habe, um es zu posten. Und mir aufgefallen ist, dass ich nicht wirklich ein Intro habe, weil die nächste Szene ist eigentlich schon der Roadtrip entlang der, jetzt wollte ich schon sagen, Great Ocean Road, entlang der Garden Route. Und genau, deswegen dachte ich mir, ich filme ganz kurz ein Outro und sage auch nochmal Danke für alle eure lieben Kommentare. Ich freue mich sehr, dass ich euch ein bisschen Abwechslung aus eurem momentanen wahrscheinlich Self-Isolation oder Quarantäne-Alltag geben kann. Das Ganze wurde vor einigen Wochen gefilmt, also ich bin jetzt auch schon einige Wochen wieder hier in Österreich und bin auch in Pyjama-Hose im Chiller-Outfit jeden Tag zu Hause und versuche einfach mich so gut wie möglich zu beschäftigen und abzulenken. Ich hoffe, euch geht's gut und ich freue mich schon, wenn ich euch die ersten Food Diary und Daily Vlogs aus Österreich wieder bringen kann, weil ich glaube, das ist auch gerade ganz spannend. Was macht man, was tut man mit seiner Zeit zu Hause? Ich hoffe, ihr seid alle gesund und wenn jemand von euch, der das sieht, noch weiter arbeiten gehen muss, wenn ihr quasi die Systemerhalter seid, dann ein großes, großes Dankeschön an dieser Stelle für euren Dienst und ja, bleibt weiterhin gesund und tapfer und wir hören uns dann im nächsten Video. Im nächsten Video sage ich auch ein bisschen was dazu, wie es mir in Südafrika ging in den letzten Tagen, wo es dann immer mehr, ja, wo sich die Lage einfach zugespitzt hat, wo wir gemerkt haben, okay, wir sollten jetzt nach Hause fliegen. Die Lage hat sich wirklich von Tag zu Tag extrem verändert und gerade in der Zeit, wo wir da unten waren, also in dem Video jetzt gerade, haben wir noch wenig mitbekommen in diesen Tagen, von die ich euch gerade gezeigt habe. Aber danach wurde es dann sehr intensiv, sehr schnell. Also im nächsten Video geht es einerseits um den schönen Roadtrip, den wir dann aber andererseits abgebrochen haben, weil wir nach Hause geflogen sind. Also wenn euch das interessiert, dann schaut es wieder vorbei. Ganz kurz noch eine Sache. Ich weiß, bisher kamen eigentlich immer Videos mittwochs und sonntags. Dann war eine kurze Unterbrechung, während ich auf Urlaub war. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, doch nur sonntags hochzuladen, weil einfach meiner Meinung nach die Qualität ein bisschen verloren geht, wenn ich zweimal die Woche hochlade. Und ich glaube, manche von euch kommen auch einfach nicht mit. Es gibt schon so viel Content da draußen. Und außer es bietet sich wirklich was an, habe ich vor, hauptsächlich sonntags hochzuladen. Und vielleicht, wie gesagt, wenn irgendwie was ganz Spezielles ist oder wenn ich mal ganz viele Videoideen oder viel Zeit habe oder ja, es sich irgendwie anders nicht ausgeht, dann kommt auch noch ein Mittwoch-Video. Aber sonst ab jetzt hauptsächlich Sonntag. Ja, danke fürs Zuschauen und wie gesagt, bis zum nächsten Sonntag. Das Buch-Club-Video kommt übrigens auch ganz bald. Tschüss!